Sie können es sich so vorstellen, jemand bricht bei Ihnen ein, stiehlt Plandaten für das nächste Projekt, legt Ihnen einen Brief hin und sagt, wenn Sie die Plandaten wieder haben wollen, dann zahlen Sie doch so und so viel Euro anonym auf das und das Konto. Wenn Sie so Firmeneigentümer sind, geben Sie auch nicht jedem den Schlüssel zum Tresor, sondern den haben Sie und vielleicht noch jemand Zweites, der auch schon lange dabei ist. In der Pflanzenwelt kann man sich das so vorstellen, man holt sich irgendwo aus einem warmen Land eine Pflanze, stellt sie ja, bei uns in Deutschland auf im Sommer, mag das alles funktionieren, aber dann kommt der Winter und die Pflanze war vielleicht nicht winterfest. Knumox präsentiert Lukas Baumann. Mit seinem Startup ist er dabei, die IT-Sicherheitswelt zu revolutionieren. Locate Risk sensibilisiert Unternehmen für die Gefahren im Netz und bietet ein vollautomatisches Analysesystem zur IT-Sicherheit an. Mit einem Klick erfahren Sie, wie sicher Ihr Unternehmensnetzwerk vor möglichen Angreifern geschützt ist. Mit seinem Projektvorhaben überzeugt der Gründer auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und wird seit 2020 mit einer Summe von rund 730.000 Euro unterstützt. Normalerweise buchen Kunden entweder IT-Sicherheit oder das Einrichten und Betreiben von Systemen. Dass beides auf einmal gebucht wird, dass man quasi schon beim Aufsetzen von einem System daran denkt, dass das langfristig betreut werden muss, dass da Updates eingespielt werden müssen, dass da eben ja einiges an Arbeit notwendig ist, das kommt selten vor. Die Galabauer, die kennen das. Die richten beim Kunden einen Garten ein, um das im IT-Sprech zu sagen. Aber dem Kunden ist es unter Umständen gar nicht bewusst, dass da ja jedes Jahr wieder Arbeit dran fertig wird, damit der Garten schön bleibt und schöner wird. Weil das erstmalige Einrichten, das ist ja nur der erste Schritt. Und so ist es eben beim IT-System auch. Jedes IT-System braucht einen kontinuierlichen Prozess. Da musst du regelmäßig nachgucken, ob das genug Wasser hat, ob da irgendein Schädlingsbefall da ist und so weiter. Das lässt sich relativ gut vergleichen. Und dazu braucht man eben entsprechende Wartungsverträge, die eben auch IT-Sicherheit mit drin haben. Und man braucht jemand Drittes, der da regelmäßig drauf guckt und schaut, wird dem überhaupt nachgekommen oder wie ist denn der Stand? Das Ziel bei uns ist es, dass wir die Geschäftsführung entlasten, dass die Geschäftsführung eben nicht jeden Tag den Mitarbeitern auf die Finger gucken muss, machen die das sicher, machen die das richtig, weil dazu ist die nicht befähigt. Also das geht allein vom Wissen nicht. Wir schaffen vielmehr ein automatisiertes Werkzeug, was es eben ermöglicht, das ohne Arbeitsaufwand im Blick zu behalten und sicherzustellen, dass das alles auf richtigen Wegen geht. Ja, durch die Corona-Situation ist es zu einem erheblichen Mehr an Homeoffice-Arbeiten gekommen. Mittlerweile sitzen eigentlich alle Mitarbeiter von Unternehmen im Homeoffice, die irgendwie mit PCs arbeiten. Und dementsprechend haben die aber auch überall Zugriff auf die Unternehmensdaten. Und das Problem, was wir da sehen, ist, dass eben die IT bei den Mitarbeitern zu Hause nicht so gut betreut und abgesichert ist, wie sie optimalerweise in einem Unternehmen abgesichert ist. Mir ist noch niemand über den Weg gelaufen, der zu Hause auf seinem Drucker Updates installiert, der zu Hause auf seinem Router regelmäßig die Updates drauf spielt. Die Hardware, die da im Einsatz ist, die ist meistens gar nicht darauf ausgelegt, dass die Updates in der Schnelligkeit kriegt, wie das eben Unternehmens-IT-Geräte kriegen. Das heißt, diese ganze Infrastruktur bei den Mitarbeitern zu Hause ist nicht darauf ausgelegt, dass die eben in dem Unternehmenskontext so verwendet wird. Und da muss man aufpassen und muss das alles so gestalten, dass es eben trotzdem ein sicherer Betrieb möglich ist. Es gab auch vom Chaos Computer Kongress mal einen Vortrag, wo eben ein Faxgerät, auf dem nicht die aktuelle Update-Situation dann auch vorhanden war,
über ein eingehendes Fax gehackt wurde. Das heißt, man hat einfach ein Fax an das Faxgerät geschickt. Das hatte einen speziellen Inhalt und das hat letztendlich dazu geführt, dass der Angreifer sich eben auf dem Faxgerät ausbreiten konnte und das Faxgerät, wie sie normalerweise heutzutage so sind, war ins Netzwerk angeschlossen. Das heißt, das war ein Einsprungspunkt über ein Gerät, wo sonst eigentlich keiner dran denken würde. Ja, was ist ein Faxgerät, warum brauche ich denn da Updates? Das ist eben die Komplexität in dem Bereich, dass es wirklich an vielen Systemen scheitern kann. Und ein Angreifer wird sich immer das schwächste Glied in der Kette raussuchen, um so ein Unternehmen anzugreifen. Diese Vergleichbarkeit, die wir vorhin hatten, mit Unternehmens-IT, private IT, in der Pflanzenwelt kann man sich das so vorstellen, man holt sich irgendwo aus einem warmen Land eine Pflanze, stellt sie bei uns in Deutschland auf im Sommer und mag das alles funktionieren, aber dann kommt der Winter und die Pflanze war vielleicht nicht winterfest. Und so ist es auch mit der IT, die Mitarbeiter eben zu Hause betreiben. Die ist unter Umständen nicht winterfest. Also Sie als Mitarbeiter können auch aktiv an der Sicherheitslage von Ihrem Arbeitgeber mitarbeiten. Wenn Sie jetzt Ihren Laptop haben, sorgen Sie dafür, dass dann ein gutes Passwort drauf liegt. Und damit meine ich nicht ein gutes Passwort, was sich eventuell in Ihrer privaten E-Mail-Postfach bewährt hat und deswegen gut sein soll. Das wäre nicht gut, weil doppelte Passwörter gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Für jeden Dienst ein neues Passwort ist so die Richtlinie, weil es kommt vor, dass eben Dienste gehackt werden. Und wenn man dann das Passwort einfach nur an einer anderen Stelle ausprobieren muss, ist das relativ langweilig für einen Angreifer. Also Punkt 1, sicheres Passwort auf dem PC, auf den Online-Accounts, auch in einem WLAN, weil man sitzt ja jetzt unter Umständen im Homeoffice. Und das ist vielleicht mal von irgendeinem Enkel eingerichtet worden oder wie auch immer, ne? Man kennt es, die Kinder kommen Weihnachten immer zur Familie und richten die IT. Und darauf achten, dass auch ein sicheres Passwort drauf liegt. Dann Updates. Sowohl auf dem Laptop selbst, wenn da dieses Update-Fenster aufploppt, dann auf Updaten klicken und nicht 4 Wochen abwarten, bis es sich von allein neu startet und das Update was erzwingt. Sondern Updates immer möglichst schnell einspielen. Sowohl auf dem Handy als auch auf dem Laptop, als auch auf der Fritzbox oder welchem Router Sie auch immer da verwenden. Das sind so 2 wichtige Punkte, die schon mal viel, viel bewegen. Ja, diese Endgeräte, die Sie haben, sind quasi Zugang zu den digitalen Kronjuwelen Ihres Arbeitgebers. Und Sie drücken ja auch nicht den Tresorschlüssel jedem in die Hand. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt im Urlaub unterwegs, haben Ihr Geschäftshandy dabei und wollen ein tolles Bild mit Ihrer Frau, mit Ihrem Mann zusammen gemacht haben, geben das Geschäftshandy entsperrt einem Fremden, der dann das Bild von Ihnen macht. Das ist in dem Fall ja fast, als ob Sie dem einen Tresorschlüssel zu Ihrem Tresor einfach so in die Hand drücken. Muss ja auch mehrmals drüber nachdenken würden. Und den meisten Menschen ist die Brisanz von den Daten, die auf diesen Endgeräten liegt, nicht ganz bewusst. Es gibt zwar Festplattenverschlüsselung, da ist mein Appell an die IT-Abteilung, dass sie auch dafür sorgt, dass das aktiv ist. Weil es kommt vor, dass Laptops geklaut werden, dass sie irgendwo mal liegen bleiben, dass ein Handy verschwindet. Und damit ist in dem Fall eben durch Passwortschutz kombiniert mit Festplattenverschlüsselung nicht zu schlechteren Erlebnissen sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber auch kommt. Das heißt, das ist auch noch so ein Punkt, dass man die Daten verschlüsselt überall ablegt oder auf gesicherten Endgeräten. Da ist es auch wichtig, dass man Backups macht. Man kriegt es heutzutage immer wieder mit, dass es zu sogenannten Ransomware-Angriffen kommt. Sie können sich so vorstellen, jemand bricht bei Ihnen ein, stiehlt Plandaten für das nächste Projekt, legt Ihnen einen Brief hin und sagt, wenn Sie die Plandaten wieder haben wollen, dann zahlen Sie doch so und so viel Euro anonym auf das und das Konto.
Im digitalen Bereich ist das so, auch im echten Leben, wenn man das so ausdrücken kann, dass nur wenn man das Geld zahlt, kommen die Pläne nicht unbedingt wieder. Im echten Leben passiert das auch nicht so oft, dass jemand einbricht, Pläne klaut und die dann gegen Geldzahlung wieder zur Verfügung stellt. Aber im Digitalen ist das so. Das sind mittlerweile ganz schön viele Angriffe. Und damit eben für so einen Fall gerüstet ist, soll man immer eine Sicherheitskopie von seinen Daten haben, die er dann wieder einspielen kann. Beziehungsweise mehrere Sicherheitskopien, weil es kann auch sein, dass das Gebäude abbrennt, wo eben diese Daten drin stecken und so weiter. Vor kurzem ist in Frankreich ein großes Rechenzentrum abgebrannt. Da sind auch einige Geschäfte dann dran zugrunde gegangen, weil eben keine Backups da waren von wichtigen Daten. Stellen Sie sich vor, Sie haben plötzlich keine Kundendaten mehr, beziehungsweise Sie haben ja Ihre ganzen Rechnungszahlungsdaten sind weg, was denn alles an wichtigen Daten bei Ihnen alles vorliegt. Und dafür eben ein Backup. Nur weil ein Backup existiert, ist das auch nicht gut. Ein Backup muss wieder einstellbar sein, wieder einspielbar sein. Es muss getestet sein, ob das denn alles funktioniert. Das ist jetzt nicht Ihre Aufgabe als Geschäftsführer, als Mitarbeiter, sondern die Aufgabe liegt auf jeden Fall bei der IT. Und das muss auch bezahlt werden. Also nur wenn man mal ein System hingestellt hat, heißt es nicht, dass dafür immer irgendwo Backups laufen, sondern die kosten ja auch Geld, die müssen irgendwo gespeichert werden und die müssen getestet werden. Das heißt, da auf jeden Fall mal den IT-Anbieter fragen, wie das denn geregelt ist. Auf jeden Fall müssen Router geupdatet werden. Dazu einfach auf dem Webinterface von dem Router einloggen und nachgucken, ob Updates zur Verfügung stehen. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass bei Standard-Routern wie der Fritzbox das relativ gut, dass sie relativ gut mit Updates versorgt werden. Es gibt auch noch Altgeräte, wo eben keine Updates zur Verfügung stehen, wo das nicht so einfach ist. Das ist ein Problem und dann notfalls mit dem Administrator auch Rücksprache halten über das Routermodell, ob das denn so noch einsetzbar ist. Unternehmen können auf jeden Fall ein VPN einsetzen, um eben einen Tunnel von dem Endgerät in das Unternehmen aufzubauen. Wobei das auch nicht hilft, wenn das Endgerät nicht den aktuellen Patchstand hat und dann aus dem WLAN jemand das Endgerät angreift. Man kann das über Schichtenmodelle voneinander trennen, dass eben keine direkte Kommunikation möglich ist. Aber das will durchdacht sein. Das heißt, man braucht als Unternehmen da auf jeden Fall ein Konzept. Und einfach jedem Mitarbeiter Zugriff auf das Netzwerk zu geben, wenn der im Homeoffice sitzt, so funktioniert das Konzept auf jeden Fall nicht. Und das muss feingliedriger sein. Da kommen wir eigentlich auch zum nächsten Punkt. Es sollte nie so sein, dass jeder im Unternehmen auf alles Zugriff hat. Wenn Sie so Firmeneigentümer sind, geben Sie auch nicht jedem den Schlüssel zum Tresor, sondern den haben Sie und vielleicht noch jemand Zweites, der auch schon lange dabei ist. Und so sollte das im IT-Bereich auch sein. Es sollte nicht jeder Mitarbeiter alle Daten ändern, verschieben, löschen können, sondern jeder das, was in seinem Zuständigkeitsbereich liegt, da unter Umständen auch nicht uneingeschränkt. Weil dadurch wird eben das Ausmaß von eventuellen Angriffen auf Mitarbeiter auch reduziert. Weil man stellt fest, dass Mitarbeiter doch ein häufiger Weg in ein Unternehmen sind, wenn man eins angreifen will. Es muss jetzt kein Mitarbeiter mit einem schlechten Hintergedanken sein. Es kann ausreichen, wenn er einfach in einer E-Mail auf einen Link draufklickt und ein Programm installiert, weil er denkt, oh, guck mal, wir sind jetzt Lieferant von so und so, ich muss das Programm installieren, damit ich ins Lieferantenportal komme, um ein verrücktes Bild zu malen. Aber da gibt es die verschiedensten Varianten, wo man eben drauf setzt, dass Mitarbeiter nur Menschen sind und Fehler machen. Und die Angreifer gehen dann eben hin und schicken tausende E-Mails an verschiedenste Menschen und irgendeiner von diesen Menschen wird einen Fehler machen. Vielleicht ist es einer ihrer Mitarbeiter und in dem Fall haben dann sie das Problem, wenn der Angreifer sich dann auf dem PC von einem Mitarbeiter ausbreitet beziehungsweise auf all die Daten Zugriff hat, wo der Mitarbeiter eben auch Zugriff drauf hat.